getrennte Hände. Und an dieser Stelle ist es wichtig, Frauen mit Kindern, Familien mit Kindern und Mehrkindfamilien, die selbst auch zwei Kinder haben, dass diese Personen möglichst finanziell nicht überbelastet werden. Frau Abgeordnete, ich bitte Sie kurz innezuhalten. Ich würde die Sitzung unterbrechen. Da ist eine vollkommene Alarm und bitte den Sitzungsdienst wirklich peinlich. Meine sehr geehrten Abgeordneten, der Niqab und die Burka machen Frauen gesichtslos. Ich denke, das wurde hier verdeutlicht. Ein Stück Stoff verdeckt nicht nur die Haare, nicht nur die Körperformen, sondern auch die Gesichtszüge einer Frau. Und das macht es der in Stoff gefangenen Frau unmöglich, anderen Menschen von Angesicht zu Angesicht, von Mensch zu Mensch gegenüberzutreten. Der Niqab und die Burka machen Frauen gesichtslos. Ich denke, das wurde hier verdeutlicht. Diese Personen möglichst finanziell nicht überbelastet werden. Frau Abgeordnete, ich bitte Sie kurz innezuhalten. Ich würde die Sitzung unterbrechen. Da ist eine vollkommene Alarm und bitte den Sitzung. Familien mit Kindern und Mehrkindfamilien, die selbst auch haben.